Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Ich spiele jetzt aktuell mal wieder ein paar Sachen durch, die ich während Riders of Icarus und Black Desert und Co. nicht mitbekommen habe, beziehungsweise nicht angespielt habe oder nicht bis zum Ende, sagen wir mal, in die Richtung vom Endcontent gespielt habe. Ihr seht, hier links unten steht, sehr geehrte Sternkinder, willkommen zu Open Beta. Jeder kann das Spiel nun gratis spielen. Ladet eure Freunde ein und so weiter. Mehr Schwarz als Text. Es wird keinen weiteren Server-Wipes geben. Ja, es gibt einen Server und vier Channel. Ich habe hier einen Charakter drauf, das sieht man da. Starten wir mal. Der Ton ist aktuell gerade deaktiviert. Hier kann man jetzt einen Charakter erstellen. Ihr seht das hier, Charakterlevel und Waffenart-Level. Ich habe hier Schwertkämpfer gerade ausgewählt und meine Frau. Sehr schön. Steht doch irgendwo der Name. Hier, Firestorm. Und beim Charaktererstellen sieht das wie folgt aus. Und zwar so eine kleine Vorschau. Die auch nicht irgendwie ganz gerade ist. Die ist hier so ein bisschen abgerahmt. Nichtsdestotrotz macht das Spiel wohl anscheinend sehr viel Spaß. Ich kann hier am Anfang vier Klassen auswählen. Der Drachenkrieger ist wohl die neueste. So ein Speerkämpfer, Lanzen, irgendwas. Das ist eine Zweihandaxt, ne? Ja, könnte aber auch sein, ne? Ein bisschen groß auf jeden Fall. Und da seht ihr oben die Skills. Macht richtig Laune. Und man kann in diesem Spiel zwischen allen Klassen wählen. Das heißt, die spielt man hier frei. Level 15, 20, 30 und so weiter. Und 45, 50 und 37. Und die sind alle so ungefähr gleich stark. Der eine oder andere ist ein bisschen stärker, der eine oder andere macht ein bisschen mehr Crit. Und dann kommt es ja mehr auf Verteidigung und Ausweichen an. Ihr könnt hier zwischen zwei wählen, also männlich oder weiblich. Gehen wir mal hier auf weiblich und dann kann man sich hier dann so Presets aussuchen. Klicken wir mal ein bisschen durch. Ja, nichts Weltbewegendes, ein paar Farben. Und das war's dann auch. Also es ist jetzt hier nicht großartig. Also hier wird nicht großartig aufs Aussehen Wert gelegt, wobei ja die Charaktere so in dem Stil nicht schlecht sind. Hier kann man nochmal sehen, hier sieht man Lebenspunkte, Grundangriff, Verteidigung und so weiter, kann man mal sehen, was für Unterschiede die haben. Zum Beispiel, dass er hier 110% Leben hat, er ist 65 und er nur noch 5%. Das ist schon beachtenswert. Aber ich habe nachher gesehen, wir können nachher alles. Also es ist nicht so übelst. Ein bisschen sieht man hier zum Beispiel an diesen Vierecken, dass es ein bisschen rustikal gehalten worden ist, aber so ist das Spiel nun mal. Kommen wir gar nicht mehr zurück. Ach hier. Ja, super. Und ich habe halt schon mal einen vorbereitet, den habe ich nur ein bisschen gelevelt, damit ich ein bisschen einen Eindruck von dem Spiel bekomme, bevor ich losrede. Das heißt aber auch, dass ich die ersten zwei Quests gemacht habe. Also ist nicht wirklich viel. Wir waren auf dem Schiff unterwegs, sind auf jeden Fall hier an dem Besanhafen angekommen. Und da reden wir mit der jungen Dame, die am Ufer stand. Es gibt hier eine Login-Belohnung, da kann man sich hier einloggen. Zack, da kriegt man hier dann immer mal wieder Items. Ich habe hier irgendwo ein Pet bekommen gehabt. Das gab es dann einfach irgendwo. Hier, das Viech. Jetzt haben wir hier noch ein Silberfoto, Bewegungsgeschwindigkeit, ja nice. Kann man uns jetzt hier reinziehen und dann, ja natürlich, können wir essen. Cooldown beginnt bei Benutzung, jo. Jetzt haben wir 3 Tage. Und das ist halt vollständig. Ja, geht aber auch immer weg und dann kriegt man halt hier, wenn man das Viech ruft, kriegt man hier so das Viech und dann ist man halt ein bisschen... Ach, das ist ein Reittier. Ah, na, das ist nämlich hier der Zombie-Lion, das ist nämlich das normale Viech. Also Pet. So, machen wir mal Ton an, damit ihr auch ein bisschen was hört. Und zwar, oh, wo war das denn? Hier. UI-Einstellung, Musik an. Oder auch nicht? Naja, irgendwie macht der. Hä, wieso macht denn der keine Musik hier? Ja, guck dir mal an. Ach so. Ja, ich hätte da noch eine andere Idee. Und zwar... Ja, wo habe ich ihn hier runtergezogen?
Machen wir den hier mal auf 19. Machen wir hier wieder das Stumm weg. Ah. So. Schön Atmosphäre. Machen wir mal die Musik aus. Und reiten in unser Verderben. Nein, in die Richtung dürfen wir nicht. Das wäre das Ende von der ersten Map. Bin hier etwas laut. Ich kann wahrscheinlich aktuell gerade nicht rendern. Mein Netzteil ist, ich habe ein neues Netzteil gekauft und das neue Netzteil ist genauso defekt wie das alte. Und das neue von dem neuen, was ich als Ersatz gekriegt habe, ist auch defekt. Also jetzt habe ich drei defekte Netzteile gehabt. Also es ist echt gruselig. Gruselig, vor allen Dingen, ich habe 250 Euro dafür ausgegeben. Und das ist ja natürlich nicht so witzig. MS Map. Ich zeige euch zwischendrin immer mal wieder, was es gibt und wo wir hin können. Ich werde das Spiel hier wohl, ja, auf jeden Fall eine ganze Zeit lang spielen. Vorab schon mal gesagt. Ja, ich glaube, das ist doch noch etwas laut. No, was haben wir hier? Das ist Fusion. Da kann man hier Teile fusionieren. Also ich habe ein normales Teil hier an, ein stabile Laienkapuze, stabiles Verteidigung. Dann gibt es noch Robust, gibt Lebenspunkte und so weiter. Da steht hier auch Robust. Und dann kann man die zusammenwürfeln. Wenn man genug hat, kann man das eine damit leveln. Dann sind die Fusion XP. Und die sind einfach, ja, die entstehen halt, die sind einfach, wenn das zusammenwürfelt. Also wo genau man das sehen sollte, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall gibt er das. So, wir reiten jetzt erstmal runter zur Stadt und gucken mal, wo es die Quest gibt. Ach ja, hier kann man auch direkt drauf drücken. Gibt eine Questverfolgung. Ich bin schon nerviger Schwimmmeister, das gibt auch dann wieder Bonus, das ist so, was ist das, Sub und Präfix oder sowas. So, du wachst auf und hast keine Ahnung, wie lange du geschlafen hast. Ein pochender Schmerz bereitet sich in deinen Schläfen aus. Du richtest dich im Bett auf und findest dich in einem dir unbekannten Raum wieder. Während du dich umsiehst, entdeckst du deine Kleidung neben dir. So schnell wie möglich ziehst du dich an und eilst zur Tür. Als du heraustrittst, erblickst du eine lebendige Stadt. Plötzlich bemerkst du, dass dich jemand anstarrt. Firestorm, du bist wach? Die Unbekannte scheint eine Pflegerin zu sein. Sie wirkt überrascht, dich hier zu sehen. Das ist die Annie. Oh, entschuldige, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Annie, die Stadtkrankenschwester. Bürgermeister Willem bat mich, ein Auge auf dich zu haben. Du lagst einige Tage im Koma. Die Tochter des Bürgermeisters und du, ihr wurdet von vorbeikommenden Fischern bewusstlos auf einer Insel gefunden. Achso, das Schiff ist gesunken. Hatte ich gar nicht mehr in Gedanken. Okay. Wir waren nämlich vorher auf einem Schiff. Super. Du erwachst und bemerkst, dass du in eine Stadt gebracht wurdest. Ja. Da melde ich mich jetzt, kriege ich XP und Silber. Sehr schön. Alle sorgen sich um dich. Wie geht es dir? Alles in Ordnung? Annie mustert dich von oben bis unten. Du dankst Annie für ihre Fürsorge. Genau, Vorsorge. Und versuchst dich ein wenig zu strecken. Alles scheint bestens zu sein. Wäre da nicht die pochenden Kopfschmerzen. Ja, er sagt hier immer Fusion möglich. Das muss man, glaube ich, irgendwann mal ausmachen. Ich kann das mal hier machen. Zagididu. Bäm. Ja. Ist jetzt nicht so tragisch. Die 4% da mehr Verteidigung, was es darauf gibt. Achso. Hä? Ah. Dann kommt dir etwas in den Kopf. Wissend auf der Insel... Was? Wissend, was auf der Insel passiert ist, kommst du nicht umhin, dir Sorgen um Fina zu machen. Also sagst du Annie, dass du gerne mit dem Bürgermeister sprechen möchtest. Ja. Dann suchen wir den mal. Hier stehen auch ein paar Kollegen rum. Also, jetzt so NPCs und irgendwelche Viecher.
Und der kleine Zombielein, der tockt, Junge, was macht denn der, Alter? Kotzt der auf dem Boden? Da reiht der hier hin, guck jetzt mal. Bläh. Krass. Gut, da komme ich nicht durch. Sehr schön. Ja, mit den Fragen kann man auch sich hinstellen und kann man zuhören. Hey Mathilda, seht ihr die Größe von dieser Krabbe hier an? Ach du meine Güte, wo findet man nur solche riesige Krabben? Wir sind hier in Besanhafen, mein Herzchen. Die Meeresfrüchte sind frisch und, ja, groß. Schatz, ich halte mich einfach nicht mehr länger, ich halte es einfach nicht mehr länger aus. Ja, ein bisschen schnell, ne? Genau, das läuft uns ja nicht weg. Und genau das kennen viele auch schon aus anderen Spielen von Area Games. Da gibt es diese heimlichen Titel zu erwirtschaften und Punkte, indem man einfach Leuten zuhören. Ich weiß nicht, ob man das hier... Nein, kann man nicht sehen. Hier kann man auf jeden Fall sehen, was ich schon an Bonis habe. Und zwar, wo ist er denn? Guck mal, gucken hier. Na, da komme ich noch gar nicht hin. Hä? Aber es gab doch schon so eine Taste. Ja, auf jeden Fall ist er so, dass man diesen Gesprächen lauschen sollte. Es gibt halt immer wieder Titelteile und so. Und so wie hier jetzt auch mal rumhören. Na, da passiert nichts. Meistens immer da, wo diese... genau diese Dinger hier sind, diese Sprechblasen. Fati, Fati, wo willst du hin? Ich gehe Krabben fischen. Ich bring dir eine große mit, eine ganz große. Bleib hier, Fati, ich mag doch keine Krabben mehr. Geh nicht, geh nicht. Ich werde brav sein, ich verspreche es. Bitte komm zurück. Siehst du mal. Und dann ist man hier guter Vater und Wasser. Und dementsprechend pushen sich hier die Dinger. Da kriegt man hier durch diese ganzen Titel, die man hier erwirtschaftet, kriegt man halt Bonus-Sachen. Hier kann man das sehen zum Beispiel. Schöner Angriff hier, Angriff 8, 8, 8, 8 und so weiter. Und da sollte man dann doch schon alles mitnehmen. So. Mehr ist laut, ich merke das schon. Hallo lieber Dominik, na großartig, noch eine Krankmeldung. Wie soll ich denn die ganze Arbeit alleine schaffen? Ich brauche unbedingt jemanden, der die Sachen zum Gasthaus zur vollen Reuse bringt. Wenn die Bestellung nicht rechtzeitig geliefert wird, macht mir der Gastwirt die Hölle heiß. Ja, wir helfen dir, Kollege Dominik. Natürlich, du würdest mir helfen, das ist ja prima. Der Gasthaus, ey, was habe ich für ein Deutsch, Leute? Meine Fresse. Ich kann nicht mal lesen, das ist nicht mal mein Deutsch, ich kann nicht lesen, weil ich im Kopf schon wieder an was anderes denke. Der Gastwirt hatte ich jetzt im Kopf, wahrscheinlich von hier unten schon. Das Gasthaus befindet sich im Westen der Besanbucht. In der Nähe des Stadttors. Emmet, der Gastwirt, soll dir aber unbedingt eine Quittung ausstellen. Hörst du? Jo, ich zähle auf dich. Oh, doppelt und dreifach. Hä? Ja, aber warum gibt er mir die Quest nicht? Hä? Ach so, liegt wahrscheinlich an dem Viech, ne? Brrr. Nö. Ins Wasser gefallen. Kann hier doppelt springen. Ah, ich hab's auf dem Rücken. Ja, guck mal, sieh mal an. Ich hab ein Ding gesagt. Ulla, ist das schwer. Schups. Geh nicht. Ja, es gab ja auch solche Sachen wie entlang schwimmen. Ich bin hier einmal im Kreis geschwommen. Ich weiß nicht, ob ich das mit ihr hier habe. Ich glaube, das habe ich mit ihr nicht. Gastwirt da hinten. Werden wir auf jeden Fall mal machen. Und da ist der Willem auch schon. Firestorm, du bist wach. Als er dich kommen sieht, scheint Willem ziemlich schockiert zu sein. Mehr Bart im Gesicht als alles andere, wa? Wie geht es dir? Alles in Ordnung? Auf bereits bekannte Weise mustert dich Willem von oben bis unten wie bei einer ärztlichen Untersuchung.
Gut. Als wir dich und Fina auf der Insel gefunden haben, war deine Ausrüstung ziemlich beschädigt, als hättest du einen harten Kampf hinter dir gehabt. Fina hat mir alles erzählt, dennoch fällt es mir schwer, es zu glauben. Wie hast du es geschafft, mein Mädchen zu retten? Jetzt sprechen alle Leute über dich, sagt Wilhelm, während er durch seinen Bart streichelt. Streicht, wa? Übrigens, wie gefallen dir die Reparaturarbeiten an deiner Rüstung? Ich habe Experten damit beauftragt. Sie passt dir hoffentlich noch. Wilhelm blickt auf deine Ausrüstung und nickt zufrieden. Ist klar. Ich habe gar nichts bekommen. Jetzt werde ich erst einmal Schecks einlösen, um die Händler zu bezahlen, die deine Ausrüstung repariert haben. Ich komme zurück, sobald ich fertig bin. Wilhelm beginnt, die Schecks in seinen Händen zu zählen. Wilhelm, bitte hilf mir! Eine Frau kommt auf euch zugelaufen. Die Hausfrau. Mein Mann hat einen Herzinfarkt. Die Frau ringt mit hochrotem Kopf nach Atem. Oh nein, keine Sorge, ich schicke jemanden hin. Ist der Arzt oder was? Ich habe gedacht, der ist hier Kneipeninhaber. Bitte, wir zählen auf dich. Bitte rette ihn. Die Frau ist voll Sorge, völlig aufgelöst. Willem scheint ihre einzige oder letzte Hoffnung zu sein. Firestorm, ich muss mich darum kümmern. Ich komme später zu dir zurück. Aber diese Checks, Willem kratzt sich am Kopf und wirkt etwas bekümmert. Du schlägst Willem vor, dass du die Checks nimmst. Oh, was für ein Wort, ey. Du möchtest dich ohnehin bei den Händlern bedanken, die sich um deine Ausrüstung gekümmert haben. Ich muss echt mal lesen lernen, ey, da gibt's ja nicht. Nun gut, gib mir Bescheid, sobald du die Schecks überwacht hast. Es gibt da noch etwas anderes für dich zu tun. Willem überreicht dir die Schecks und kümmert sich dann um die Frau. Bäm. Super. Klatsch. Ich habe immer noch den Scheiß auf dem Rücken. Muss das so? Ah, ich habe auch einen Dingsack hier. Da sind die Schecks. Super. Nur Bares ist Wahres. Da, Waffenhändler. Thomas Waffenladen, komm und sieh dich um. Äxte, Schwerter, Helebarden, hier findet ihr alles, was ihr braucht. Wählt mit Bedacht. Der Waffenhändler bietet lautstark seine Waren feil. Also das ist irgendwie ein Dialekt, ne? Also ich weiß auch nicht. Ich komme da nicht so ganz mit klar. Als du auf den Waffenhändler zugehst, bemerkt er dich und die Waffe, die du mit dir führst. Aha, du also hast Fina gerettet. Jung und vielversprechend und noch viele Abenteuer vor dir, nicht wahr? Nicht schlecht. Der Waffenhändler nimmt den Scheck von dir entgegen. Aber was genau ist da draußen passiert? Dem Zustand deiner Waffe nach hast du gegen mehr als bloße Wölfe gekämpft, nicht wahr? Ja, klar, vor allen Dingen auf dem Meer. War voll mit Wölfen. Mit Seehunden. Thomas, Frage verwirrt dich, denn du fragst dich, ob Fina wirklich alles erzählt hat. Um der unangenehmen Situation zu entfliehen, verlässt du den Laden so schnell wie möglich. Bäm. Bertram. Was? Das ist aber kein Deutsch, mein Freund. Rüstungen, gute Qualität zum kleinen Preis, nicht verpassen. Okay, nee, da wollte ich ja nicht hin. Aber wir können reingucken hier. Guck mal. Zeiger zum Zeigen, Beutel zum Beutel. Ja, Standard, ne? Droppidi-droppidi-wu. Willkommen, willkommen, du findest hier die neuesten Modelle dieses Jahres. Ich verkaufe nur die allerbesten Rüstungen. Die sind alle mal von sich überzeugt, das gibt's gar nicht. Hey, du kommst, was? Hey, du komm doch mal her. Ja, du, sieh dir doch mal die Weste an. Ja, super. Probier sie an. Oh, sie passt dir perfekt. Der Rüstungshändler schmeichelt dir, um die Weste zu verkaufen. Okay, darum geht es. Du winkst dir ein Lächeln ab und erklärst ihm, dass du nur Botengänge für den Bürgermeister erledigst und überreichst ihm den Scheck. Willem hat dich also hergeschickt, wa? Der Rüstungshändler nimmt den Scheck und er kennt, wer du bist, aber als er einen Blick auf deine Rüstung... Ach so, ja, okay. Ja, ich habe immer im Kopf, dass der mir was verkaufen will, Mensch. Wie gefällt dir meine Arbeit? Ich habe die ganze Nacht daran gearbeitet. Der Rüstungshändler inspiziert nochmal deine Rüstung. Seine Augen strahlen eine gewisse Zufriedenheit aus.
Übrigens, du hast dich deutlich schneller erholt, als ich dachte. Den Rissen und Löchern in deiner Rüstung nach wurdest du ziemlich schwer verwundet. Ja. Das ist ein Statement. Alter, hast du einen fetten Rucksack. Da. Händlerin Lorraine. Wieso sprechen die denn Chinesisch? Du solltest immer ein paar Tränke bei dir haben. Besser, man ist auf alles vorbereitet. Nur bei Ware. Tränke, wer benötigt Tränke, Tränke, die euch im Handumdrehen heilen. Die Händlerin versucht, ihre Heiltränke an den Mann zu bringen. Ach, du bist also wach. Die Händlerin scheint dich zu kennen. Auch sie wirkt überrascht, dass du bereits wieder auf den Beinen bist. Ja, aber da glaubst du, dass ich schon alles hier gekloppt habe, du? Entschuldige, fast hätte ich vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Lorraine, die Gemischtwarenhändlerin dieser Stadt. Als du noch im Koma gelegen hast, habe ich ein paar Mal bei Annie vorbeigeschaut. Jeder hat sich Sorgen um dich gemacht. Schön zu wissen, dass es dir gut geht. Ich habe gehört, du hast eine ganze Horde Wölfe erledigt. Das ist wirklich beeindruckend. Die Händlerin klopft dir auf die Schulter und lobt deine heldenhafte Tat. Hä, haben die nicht gerade gesagt, die haben mich aus dem Meer gefischt? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dem Boot gefahren bin, mit dem Schiff gefahren bin. Ja, dass sie mich aus dem Meer mit dem Boot gefischt haben und ich bin mit einem Schiff gefahren. So rum. Während du dich dankend verabschiedest, bist du überzeugt, dass die Leute hier nicht wissen, was wirklich genau auf der Insel passiert ist. Aber warum sollte Fina die Wahrheit verschweigen? Dir fällt ein, dass der Bürgermeister noch einmal mit dir sprechen wollte. Also beschließt du, ihm einen Besuch abzustatten. Ah, das weiß ich nicht. Wieso habe ich denn so einen dicken Sack auf dem Rücken, Mensch? Nee, daran liegt es nicht. Hallo, Willem. Firestorm, da bist du ja wieder. Ich habe meine Arbeit hier ebenfalls getan. Willem kreist mit den Schultern, um etwas Anspannung zu lösen. Quest abschließen. Eieiei. Firestorm, du bist immer noch nicht vollständig erholt. Überanstreng dich daher nicht. Ich habe eine Unterkunft für dich organisiert. Entspann dich einfach ein wenig und genieß deinen Aufenthalt hier. Du findest Mensch... Was? Du findest Mensch? Was habe ich denn Mensch gelesen, Alter? Du findest Haus Möwenschrei in der Nähe des Kürbisfeldes westlich von hier. Du kannst es nicht verfehlen. Willem zeigt die Richtung des Hauses. Du bleibst doch eine Weile hier in der Stadt, nicht wahr? Du bleibst doch... Ach so. Du bleibst doch eine Weile hier in der Stadt, nicht wahr? Er muss überlegen, wie die das aussprechen würden. Krass, Alter. Wenn du magst, kannst du Aufträge von den Einwohnern annehmen. Natürlich werden sie dich für deine Mühen entlohnen. Mach dich auf den Weg und finde Beson, den Butler von Haus Möwenschrein. Keine Sorge, ich habe bereits alles geregelt. Du versuchst die Ereignisse in einem sinnvollen Bild zusammenzufügen, doch es gelingt dir nicht. Ich glaube, ich bin wirklich noch ein bisschen beduselt. Ey. Vom Kopf aufgeschlagen, einmal ganzen Strand entlang geratscht. Willem und die anderen Leute wissen offenbar nicht, das sagst du 30 Mal, Mann, ey, was wirklich los ist. Ja, da weiß keiner, Mensch, also selbst du weißt es nicht und ich nicht mal. Je mehr du darüber nachdenkst, je mehr ich darüber nachdenke, desto verwirrter bin ich. Ja, aber hallo, ach du Scheiße. Ey, was ein Roman hier. Wer ist also eigentlich der Mann namens Samuel? Wer sind diese Angreifer? Und noch wichtiger, wer ist dieses geheimnisvolle Mädchen, das plötzlich aus deinem Inneren heraus erschienen ist? Was? Ich habe ein Kind gekriegt. Scheiß, Mann. Du fragst dich, ob du das alles je verstehen wirst. Es ist einfach alles viel zu schnell geschehen, als dass du es begreifen könntest. Auf einmal wird dir bewusst, dass du etwas Wichtiges vergessen hast. Fina! Sie ist ja diejenige, die die Antwort kennt. Sie muss Samuel kennen und vermutlich auch das geheimnisvolle Mädchen. Du fragst Willem, wo Fina ist. Ich habe Fina vor ein paar Stunden darum gebeten, sich um dein Gepäck zu kümmern. Wahrscheinlich findest du sie im Haus Möwenschrein. Schrei. 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 Du bedankst dich bei Willem und machst dich auf den Weg zum besagten Haus. Boah, was ein Text, ne? Also, ohne Witz, ja, wenn du levelst, bist du hier dreimal so schnell durch, also mit normalem Ballern, als wenn du hier die ganzen Quests durchgehst. Reiten wir mal hier durch. Ja, ist Beson, der Kollege. Guten Tag, wie kann ich dir helfen? Ja, machst du mich jetzt wie bekloppt oder was?
Als er dich kommen sieht, schaut Beson von seiner Arbeit auf. Dieser Mann dürfte der Butler des Hauses sein, den Wilhelm erwähnt hat. Du stellst dich also vor und erklärst ihm, dass du nach Fina suchst. Oh, du bist es, Finas Retter. Ja, Fina hat dein Gepäck vor einigen Stunden hierher gebracht. Zudem hat sie meine Frau beauftragt, einen Kürbiskuchen für dich vorzubereiten. Der Respekt in Besons Stimme ist nicht zu überhören. Leider wirst du Fina hier nicht finden. Sie meinte, dass sie noch einiges zu erledigen hat und ist dann fortgegangen. Daher weiß ich nicht wirklich, wo sie sich jetzt gerade aufhält. Firestorm, du solltest dir den Kürbiskuchen meiner Frau wirklich nicht entgehen lassen. Diese Blätterteigkruste verziert mit warmem Zimt, der buttrige Geschmack und die warme, geschmeidige Konsistenz der reichhaltigen Füllung, die einer Kürbis-Geschmacksexplosion gleichkommt. Benson hat sich komplett in Gedanken verloren und beginnt zu sabbern. Oh, entschuldige, ich kann einfach nicht anders. Benson grinst verlegen. Die Süße hält sich angenehm zurück, was dem Kürbis und den Gewürzen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, während die Füllung aber trotzdem genug saftiges Konzentrat zu blättrigen Kruste bietet. Benson unterbricht sich plötzlich und lächelt beschämt. Du lachst laut auf und versicherst ihm, dass es dir nichts ausmacht. Tatsächlich freust du dich sehr darauf, diesen legendären Kuchen endlich selbst zu probieren. Du wirst jedoch eine Weile warten müssen. Der Kürbiskuchen ist noch nicht fertig. Ich sollte ein paar Kürbisse ernten und meiner Frau bringen. Aber zuerst muss ich meine Arbeit hier erledigen. Ich hoffe, du hast ein wenig Geduld. Beson schnappt sich das Putzzeug und macht sich wieder an die Arbeit. Beson scheint hier noch eine Menge zu tun zu haben. Es ist dir auch ein wenig peinlich, dass er sich all den Aufwand nur für dich macht. Darum schlägst du ihm vor, dass du Kürbisse erntest und zu seiner Frau bringst. Oh wirklich? Meine Frau Olivia findest du dort drüben. Bitte sammle ein paar Kürbisse auf dem Feld und bring sie zu ihr. Benson nickt zum Zeichen des Dankes. Ja, leck mich am Arsch, Alter. Was eine fette Geschichte, ne? Hier sind wieder zwei zum Quasseln. Hey Schwester, hast du auch bald Geburtstag? Irgendwelche Wünsche? Ich kann mir alles wünschen, was ich will. Ja, solange du es dir auch wirklich wünschen hast. Nun, dann möchte ich Mami, die Mami von Nani, eine Mami? Nun, was, Alter? Mami ist schon seit einer ganzen Weile weg. Ich kann mich kaum noch an ihr Gesicht erinnern. Juhu, dann werden wir die anderen Kinder nicht aufhören, uns Waisen zu nennen. Achso, die wollen eine neue Mutter suchen. Okay, sehr schön. Krass, guck mal hier. Wenn ich stehen bleibe, hüpft er auch. Volle Reuse. Was? Hä? Hier ist irgendwo eine volle Reuse. Wir reiten mal hier rum und gucken mal hier. Kann alles Titel und so einen Scheiß geben. Ja, das hier aber nicht. Haben wir ja doch. Oh, da haben wir ein rätselhaftes Fass. Was kann das? Schatzkarte gefunden. Ja, was ist denn mit der vollen Reuse, Alter? Was willst du denn? Wo soll ich die... Was ist das für eine volle Reuse, Alter? Was? Kann ja mal hier rausschwimmen. Kann mal gucken, ob hier irgendwo eine volle Reuse ist. Oder muss ich da mal drauf hüpfen? Nö. Komisch. Ja, immer den dicken Beutel am Rücken. Ja, keine Ahnung, ey. Schau mal an der Westküste. Die volle Reuse ist hier irgendwo. Schau mal an der Westküste. Da ist die Westküste doch. Was ist das? Zielort. Ah, das ist das, wo ich gerade war. Da
Da ist also der Schatz. Okay. Hallo, vor allem in München. Haha, Dummkopf. Was Dummkopf? Was bist du, Alter? Was, du kleine dreckige Nudel, du? Ja, weil jetzt am Anfang hier alles noch ein bisschen Geheimquest oder so. Gibt auf jeden Fall Punkte. Ja gut, also mit dieser komischen Reuse, das verstehe ich noch nicht so ganz. Muss halt aber anscheinend auch alles irgendwie machen. Ja, man hat... Also ich kann ja nicht tauchen, also ich habe keine Ahnung, wie das hier mit der vollen Reuse macht. Ich kann mal einfach hier unten her schwimmen. Mal gucken, was dann passiert. Vielleicht macht das ja gleich pling pling, sie haben die Reuse gefunden oder so. Ja gut, da ist sie auf jeden Fall nicht. Mein lieber Reusensucher. Nerviger Schwimmmeister, was haben wir denn? Pflichtbewusst Bestienmeister. Ja, aber eine Reuse ist also auch, wo Fische reinschwuppern. Hier sowas da. Oder? Nee, das ist ein Fass, ne? Also so ganz blicke ich da nicht durch. Das ist... Pummelvogel. Tja. Also ich kenne eine Reuse nur davon, wo irgendwie Krabben oder Fische oder so reinschwimmen. Alter, hier ist keine Reuse. Was laberst du? Ja. Das meine ich viel Sinn hier. Also, vergessen wir das mit der Reuse. Suchen Riesenkürbisse. Ja. Also ab hier würde es dann weitergehen. Das machen wir beim nächsten Mal. Und was haben wir hier? Was machen wir mit dem hier? Gestern sind ich und meine Plüschtier, auf eine Kürbisfeldexpedition außerhalb der Stadt gegangen und ein paar garstige Pummelvögel haben uns angegriffen. Alter. Einfach mal die Schnauze halten. Nein. Nein. Psst. Erstmal, bester Freund, wir haben schon viele Abenteuer zusammen erlebt. Ja. Du willst mir helfen? Das ist ja großartig. Hier, das ist ein besonderes Fell von meinem Plüschpummelvogel. Damit kannst du ihn hoffentlich finden. Ich wurde draußen auf dem Kürbisfeld angegriffen. Als ich wegrannte, sah ich einen sonderbar roten Pummelvogel. Er sah ganz anders aus als die anderen Vögel. Am besten hältst du erstmal nach ihm Ausschau. Also das, was er da meint, das ist...
Sowas hier, da oben ist zum Beispiel so ein Boss, und da gibt es auch so Feldbosse, die auftauchen. Leider hier nicht auf der Seite, also es gibt hier nur zwei, das heißt einer da, einer da. Komm, dann machen wir noch, das zeige ich euch noch. Also hier müsst ihr jetzt Kürbisse einsammeln. Und jetzt, wo wir schon gerade übers Kämpfen reden, ist der Vorteil, dass man hier halt eine Klasse wechseln kann. Ich habe schon ein bisschen rumgelevelt. Wir machen das jetzt aber mal als Schwertkämpfer. Und hier müsste halt irgendwo jetzt hier der Boss auftauchen. Wir hauen hier mal eben hier so ein paar kleine Viecher. Ist sehr stark, der Kämpfer. Und ist sehr laut, der Kämpfer. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Da ist der Dicke gekommen. Der ist hier irgendwo rausgeflutscht. Und den sollen wir jetzt kloppen. So, wir haben verschiedene Angriffe. Also das hier macht Crit-Schadenerhöhung. Das hier gibt ein bisschen Punkte. Das ist so ein Sprung. Und das hier ist so eine Ultimate. Und das ist unser Wirbel. Der hier. Und wenn wir den nicht aktivieren, ist er halt so. Und wir können den halt auch hier mit dieser 1 so machen. Dann dreht die sich wesentlich schneller. Ja, und Items werden direkt eingesammelt. Und ich bekomme dann immer so einen Wagen. Und den kann ich zurückbringen. Und für den Wagen gibt es dann halt Briefe. Bummelplüsch. Bring, 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 bring. Und dann bringst du den zu diesem Beuteverwalter. Und der sagt dann, hey, Grüße, Abenteuer. Und dem gibst du das dann ab. Hier, bitteschön, Heldenzeugnis. Dankeschön. Und dann hast du ja oben so einen Brief und den kannst du dann abgeben. Und das heißt, ich habe jetzt noch 51 Minuten Zeit, hier diesen Brief abzugeben. Kann ich fünfmal täglich machen, also abgeben. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Und daher mal sehen, wann ich da mal die Dinge abgeben kann. Den habe ich noch nicht gefunden, den Typen. Und er hat halt immer noch dieses Ausrufezeichen, also er erzählt hier nichts. Schnief, mein Plüschpummelvogel wurde geklaut. Du Lügner! Ja, keine Ahnung, da muss man das Viech entweder öfter kloppen oder hier die kleinen Viecher oder so, ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Das war's ein bisschen auch erstmal. Ich hoffe, so ein bisschen mit Geschichten erzählen und so gefällt euch. Ansonsten sagt, wenn das nervt. Dann ballern wir nur durch bis zum Endcontent. Ansonsten, bis dann. Ciao, Leute.